Knockout, der deutsche Wrestling Talk. Wir sind wieder da, präsentiert von Moonsault.de. Wir sprechen heute über John Cena. You want some, can get some. Und wir haben einige Leute in unserer Runde natürlich wieder. Valandi Zanti ganz außen heute zu meiner Linken. Kommentator, Moderator und Produzent. Herzlich willkommen zurück, Valandi. Dann neben ihm hier starke Front. Zusammen sind sie amtierende Tag Team Champions der GWF. Hakan Aslan, Lucky Kid, die Young Lions heute zu zweit vertreten und ein ganz besonderer Besucher zu meiner Rechten heute, Dennis Pötsch, VIP, aus Bayern kommt er zu uns hier rüber, Wrestler, Moderator, Dennis, schön, dass du da bist. Mein Name ist Ingo Vollenberg, Ringsprecher, Redakteur und Regisseur. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie gesagt, wir sprechen heute über John Cena und aber vorher gehen wir ein bisschen Leserpost durch. Habt ihr gesehen, wie emsig auf unserem YouTube-Channel kommentiert wird? Da muss ich dramatisch meine Notizen aus meinem GSW-Hoodie rausholen. Ich habe mich nämlich vorbereitet darauf. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja. Und da habe ich mir auch einen Kommentar dann aufgeschrieben. Der ging nämlich zum letzten Talk. Bezüglich des Matches, des potenziellen Matches Undertaker gegen Sting, hast du das auch drauf, dass geschrieben wurde, dass es eventuell keine wrestlerisch gute Geschichte wäre. Muss ich in dem Sinne widersprechen, weil gerade wrestlerisch wäre es für mich eine gute Geschichte, weil was verstehen wir darunter? Also es wäre kein Zirkus mit so. Ich glaube, wenn die beiden in den Ring steigen würden, der Undertaker und Sting. Dann würden sie beide draufgehen im Ring. Nein, so einen Mumpitz. Komm, Valandi, du warst ja letzte Woche nicht da. Also ich habe schon gesagt, du konntest ja Sting in der Beziehung nicht verteidigen. Ich habe mir Sorgen um Stings Gesundheit gemacht. Ich denke, jeder, der in den Ring steigt, wird auch vorher getestet, sodass man sagt, okay, der Junge ist ein Athlet. Catch-Athlet ist man, glaube ich, ein bisschen länger als alle anderen Athleten, aus welchem Grund auch immer. Aber ich denke, Sting steht ja demnächst wieder im Ring. Also es war ja nicht das letzte Mal. Also aber Mike hat auch beim letzten Mal gesagt, man kann dem Athleten ja nur vor den Kopf sehen. Die haben auch ganz normale Ärzte, so wie wir Ärzte haben. Und ein Mann im gehobenen Alter trägt nun mal einen. Ja, aber nimm einen Sportler den Sport und er ist kein Mensch mehr. So, weißt du, ich meine so von daher, ich denke, Sting wird auch mit Undertaker ein ziemlich geiles Ding hinbekommen. Ja, also genau das ist es. Ne? Also was verstehen wir? Oder dass ich mich unterhalten fühle, absolut, psychologisch. Also genau das gerade können sie. Was vielleicht nicht dann erwartet wird, sind die Siebenbachen, Auerbachs und sonst was. Das ist aber wie gut, lange war schon beiden noch nie gesehen. Also noch nie. Ja, wer von denen? Der berühmte Undertaker Auerbach. Stimmt schon, ja. Ja, übrigens, ein Auerbach ist. Zwei. Was ist ein Auerbach? Ja, ich möchte jetzt nicht, dass wir über einen Auerbach diskutieren. Aber ich möchte gerne ein bisschen vorlesen. Es war die Frage der letzten Woche. Undertaker gegen Sting, ja oder nein? Kevin Mike meinte auf jeden Fall 100%. Dennis Busser hat geschrieben, nein, auf gar keinen Fall. Markus Eisenkolb meint, es ist mein Traummatch und das seit vielen Jahren. Wenn man es so aufbauen kann wie zuletzt Taker vs. Lesnar, freue ich mich drauf. Michael Knight hat uns geschrieben, wenn der Stinger wieder gesund wird, auf jeden Fall und bitte gibt Sting noch einen Gürtel. Für den Mann Michael Knight, weil er sich so nennt, müssen wir irgendwas aufbauen, weil Michael Knight ist super. Wo ist Kid, wenn man ihn braucht? Aus der Schweiz kommt er übrigens. Großartig. Genau. Sascha Danker schreibt uns wieder, freuen wir uns auch immer drüber. Eigentlich würde ich es sehr gerne sehen, aber die Gesundheit ist viel wichtiger, also nein. Ich sehe das auch sehr zwiespältig, aber das ist nicht das Thema, das aktuelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Leuten, die auf YouTube kommentiert haben. Da haben wir nämlich auch ein paar Zuschriften gehabt. Sehr schön fand ich von YK Ralf. Liebe Knockout-Talker, ich habe mich jetzt extra bei YouTube registriert, um einerseits den Kanal zu abonnieren und andererseits euch zu schreiben, wie toll ich euch finde. Ein Applaus! Na? Und weil mich das so rührt, werden wir es auch jetzt so machen, dass wir Kommentar der Woche immer küren. Das ist somit mein Kommentar der Woche. Und nach 4 Wochen stimmen wir dann ab, was Kommentar des Monats wird. Und derjenige gewinnt dann irgendwas. Da überlege ich mir was. Da überlebt sich irgendwas. Genau. Darauf
Ganz kurz. Genauso wie mein Preis, ne? Ingo, wo ist mein Preis? Nein, Lucky, du hattest keinen Preis. Wie? Du hättest ich das Foto von Niki Bella küssen müssen. Und jetzt musst du das Foto von ja mal Charlotte sagen, küssen. Und schreit euch doch nicht an. Niki Bella hat bei Raw Charlotte besiegt. Will ich ja nur mal sagen. Ist sie jetzt Champion? Nein. Nein, ist sie nicht, aber und technisch. Und kann noch wrestlen? Laut Ahmed technisch gesehen also, ist es das Moment. Warte mal, ist der Rechtsweg ausgeschlossen? Ja, der ist ausgeschlossen, das genau. Ist, ja. Gut, sehr gut, dass sehr gut, dass du das ist ein Mann, der Ahnung hat. Der guter Mann. Genau, also The Game schreibt noch, hi ho, euer Talk ist wirklich klasse und es freut mich, dass jeder eiskalt seine Meinung sagt, wie er über die Performer denkt. Ich wäre für einen Talk über die letzte Tough Enough Staffel. Was haltet ihr von den Gewinnern? Machen wir auch gerne mal. Kritik, Cash ist ein Suppenkasper, der braucht nicht mehr anwesend sein. Döner Mike ist immer zu leise. Mach mal was mit seinem Mikro. Muss er einfach ein bisschen lauter sprechen, glaube ich. Nee, ich glaube, er meint aber Ahmed, weil Ahmed ist eher leise. Haben mir ein paar Leute gesagt. Egal. Twin Magic. Wir haben ja jetzt auch Ahmed ausgetauscht. genau. Also das hier ist nicht Ahmed Chair an meiner Seite, sondern das ist VIP. Genau, VIP trainiert von Alex Wright im Süden. Erzähl mal ganz kurz, aus welcher Trainingsschule du da kommst. Aus der Rise of Pro Wrestling School aus Nürnberg. Ganz, ganz großer Zufall, wie es viele vielleicht wissen von den Fans. Alex Wright, Nürnberger gebürtiger, ist dann in die USA zu World Championship Wrestling und hat in Nürnberg dann einfach eine Schule aufgemacht. Ein paar Jahre zuvor hatte ich in meinem Fitnessstudio getroffen und ich behaupte bis heute noch, dass ich ihm den Wurm ins Ohr gesetzt habe. Er sagte, Alex, mach die Schule auf. Er hat es abgenickt und ich glaube, das war auch die Einverständnis in dem Moment. Ist dann seiner Wege gegangen und ich war als Kind ja schon Fan. Ich glaube, wie wir alle hier und als Kind schon fasziniert davon, ich muss das mal ausprobieren, weil sonst ich verpasse irgendwas. Ja. Und ich habe es ausprobiert und ab dem Tag dann 20 Stunden die Woche in der Schule verbracht, ja, weil ich einfach nicht laufen konnte. Möchte ich gerne nachher noch ein bisschen mehr drauf kommen. Unser Thema diese Woche ist John Cena. John Cena, und John Cena, genau, also gerade wenn wir ja so über diese Larger-than-Life-Kindheitshelden sprechen, ich denke für viele junge Fans ist John Cena einer der ganz, ganz großen Helden. Was war dein Held in der Kindheit? Der Undertaker. Ja. Also wenn ich den Undertaker damals, ich weiß es noch, wie heute. Ich war bei meinem Onkel und bei meiner Tante und ich sitze im Wohnzimmer und mein Onkel war ganz, ganz großer damals WWF-Fan noch. Und da war Undertaker gegen British Bulldog. Und British Bulldog war cool, also die Haare haben mich ein bisschen gestört. Das war deswegen, fand ich so. Und dann kommt die Rasters da. Die Rasters. Ja. Und dann kommt Undertaker rein. Und ich war fix und fertig. Und ich bin jede Minute mehr näher zu diesem Fernseher. Und das war einfach Gänsehaut. Wenn ich drüber spreche, habe ich Gänsehaut, wie das Auftreten und alles. Und deswegen, vielleicht mal zurück zu der Sting-Geschichte. Mir würde es das Herz brechen, wenn ich sehe, weil ich war auch großer Sting-Fan. Und wenn ich jetzt das zusammen, das sind halt dann 105 oder 106 Jahre zusammengerechnet. Ich weiß nicht, ob das irgendwann Zement bröselt mal. Ne? Ja, aber wie lange warten die Menschen da drauf auf diesen Kampf? Aber das ist ja auch gar nicht das Thema. Genau, das ist nicht das Thema. Das ist nicht das Thema. Let's go, Cena. Tag haben wir heute hier den Überblick. Das Thema ist, genau, John Cena. Er hat seine US Open Challenge wieder eröffnet. Das heißt, letzte Woche gab es das Match gegen Seth Rollins und diesmal gab es eine Menge Stimmung rund um das Match. Und Xavier Woods ist mal seit langem wieder in Action gewesen. Was sagt ihr zum Raw-Match diese Woche, John Cena gegen Xavier Woods und zu der wiedereröffneten US Open Challenge? Ich sag nur Hustle, Royalty und Booty! Also die Jungs sind spitze. Ich habe ja schon so oft gesagt, dass ich ein mega Fan von New Day bin. Wer nicht? Und kann niemand toppen. Xavier Woods, dass er jetzt in den Ring gelassen worden ist, fand ich ganz gut. War einfach mal eine Abwechslung. An sich, danach kam ja nochmal das Match New Day gegen die Dudleys mit Cena. Fand ich auch sehr stark. Mhm. Also alles, was New Day macht, ist Gold wert. Du sagst, alles, was New Day macht, ist Gold wert. Ist alles, was John Cena macht, Gold wert, ist meine Gegenfrage. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, dass, was mir aufgefallen ist, in meinen Augen hat John Cena seit WrestleMania bei jedem Pay-Per-View das Match des Abends bestritten in diesem Jahr. Und ich habe da letzte Mal mit Crazy Sexy Mike nachher drüber gesprochen und er meinte, naja, ist ja auch keine Kunst, sie setzen ihm auch die entsprechenden Gegner immer vor. Und deswegen macht er aktuell sehr, sehr starke Matches.
Die Frage ist für mich, seht ihr das auch so? Wie beurteilt ihr John Cena? Und da möchte ich natürlich auch drüber sprechen, wer könnte der nächste große Gegner für John Cena sein? Also ich bin ein Riesenfan von Athleten, die wirklich alles geben. Die vielleicht gar nicht das Talent haben, aber wirklich alles geben. Das hast du in jeder Sportart auf dieser Welt. Und es muss auch immer einen Undertaker oder einen Hogan in jeder Generation geben. Den hatten wir, glaube ich, alle mit The Rock in unserer Hochzeit. Hogan und Undertaker waren wir alle noch kleine Knirpse, wobei Undertaker immer noch die Geschichte reitet. Nein, aber John Cena ist, und das hörst du von allen irgendwie, er ist vielleicht nicht das größte Talent, aber wenn es drauf ankommt, dann arbeitet er jeden weg. Also darüber müssen wir nicht reden. Das, was er im Ring fabriziert, ist definitiv jetzt kein Bret Hart oder kein Shawn Michaels Level. Aber für das, und man ist ja selber immer wieder überrascht, so was er aus einem rausholt, und er ist nun mal einfach im Moment der erfolgreichste Wrestler auf dieser Welt. Es gibt keinen, der im Moment erfolgreicher ist. Und vielleicht auch einer, weil natürlich die Menschheit sich weiterentwickelt hat, das Bruttosozialprodukt sich weiterentwickelt hat, vielleicht auch derjenige, der am meisten Kohle gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Hogan so viel Geld gemacht hat, wie er damals in den 80ern, was ich bezweifle. Oder Bret Hart oder wer auch immer. Aber für das, was er tut, er ist super, er hat eine hübsche Frau, ne? Also was will man da mehr sagen? Frau, die nicht catchen kann? Ja, lass bitte nicht da, denn das Segment war unsäglich, auch mit den Frauen, da will ich nicht. Das war auch sehr. Nein, bleiben wir bei Cena. Im Endeffekt, ja, du hast es da zusammengefasst, aber es ist ja dennoch so, dass es Stimmen gibt, die gegen John Cena einfach gehen. Jetzt können wir ja nicht sagen, das ist aus der Luft gegriffen, in irgendeiner Form. Er ist einfach der Übermensch. Also, man muss jetzt aber dazu sagen, wenn du sagst, es gibt Stimmen gegen John Cena. Wenn wir jetzt noch so eine typische Veranstaltung von der WWE anschauen und dann kommt John Cena zum Ring und jetzt geht's los. Niemand ist leise. Mhm. Und wenn es nur Let's Go Cena, Cena sucks ist, ja. Aber niemand ist leise und das macht den Mann aus. Und die Tatsache, dass wirklich dann nur er bei den Fans in dem Fokus drin ist, das musst du erstmal hinkriegen. Auch wenn Cena sucks Rufe dabei sind. Aber der Mann ist ständig Präsenz bei den Fans. Du hast kein einziges Match, bei dem die Leute irgendwie den Namen des anderen rufen. Es geht nur um Cena und das musst du auch erstmal hinkriegen. Und dann nochmal zurück zu der Qualität dieses Manns. Ich bin da absolut deiner Meinung. Man muss nicht jeder muss dieser Top-Techniker sein. Wer ist das schon? Michaels, Hart, das sind Ausnahmetalente. Das sind die Leute, die sind auf einem Level, da kommst du fast vom Können nicht mehr ran. Und wenn jetzt die Leute mal sagen, hey, John Cena hat diese Five Moves of Doom. Ja, es reicht doch und es funktioniert. Wenn wir jetzt mal dran denken, das allererste Match von John Cena gegen Kurt Angle. Und Kurt Angle war derjenige, welche. Und die rennen 15 Minuten. Und Angle steht da und schwitzt und atmet tief. Und John Cena ist da und kein einziger Schweißtropfen läuft in die Stirn runter. Und er atmet nicht eine Sekunde schwer. Ja, die Sache war bloß, als er da gekommen ist, da war er ja einfach... Bitte? Er ist da gekommen und er war einfach so dieses Plain Babyface, probieren wir mal einfach. Wir ziehen eine kurze Hose an, sieht gut aus und wir versuchen das. Jetzt dann... Also die interessanteste Zeit war ja irgendwo bei John Cena 2003, 2004, wo er dieses Doctor of Thugonomics, ja. da hat er auch so ein bisschen den Zeitgeist getroffen. Jetzt ist die Frage, warum ist es aber dennoch so, dass es das Gefühl vermittelt, dass er zu viel gezeigt wurde? Naja, das ist ja die Frage. Also ich sehe das ein bisschen anders. Du sagst, okay, damals, es war so eine frische Phase, es war bei SmackDown. Ich hätte übrigens gedacht, dass der als Top Heel wird. Ja. So wie der seine Promos gemacht hat. Er war ja auch damals Heel als Doctor of Thugonomics. Ist dann zu Raw gegangen, hat dann die großen Matches gemacht, aber es hat sich ja dieses Jahr einiges geändert. Also er ist jetzt ganz oben von den Main Events ja erstmal ein bisschen weg. Er kämpft nicht mehr um den World Heavyweight Title der WWE, sondern er kämpft jetzt um den US Title und er hat ganz, ganz andere Gegner, die ihm vorgesetzt aber werden. Aber das ist doch der Vorteil. Ist das eine gute Geschichte oder nicht? Ich habe zumindest auch das Gefühl, dass er von den Fans ganz anders angenommen wird und dass ihm auch deutlich mehr zugejubelt wird, wer seitdem. Und ein ganz anderer Respekt herrscht. Also, zuallererst einmal, ja. Dann darf man auch nicht vergessen, wenn du Erfolg hast, hast du auch immer Neider. Ne? Bayern München zum Beispiel. Es gibt immer Leute, die mögen Bayern und Leute, die hassen Bayern. Und beides tust du mit vollem Blut. Und das ist das, was er gerade gesagt hat. Deswegen 100%. Auf der anderen Seite wiederum muss man noch überlegen, wie lange ist Cena jetzt dabei? Und ich glaube, keiner von uns hätte am Anfang gedacht, dass Cena ist länger. Cena ist länger als Hogan an der Spitze. Ich wollte gerade sagen, und ich meine es gerade bei WWE. Und keiner von uns hätte am Anfang gedacht, das wird der nächste Hogan. Nee. Und wenn man überlegt, was heute in der Woche alles an Wrestling läuft, das heißt, John Cena hat was, 3, 4 Kämpfe und macht das 10 Jahre auf diesem Level, was Hogan halt eben auch auf diesem Level gemacht hat. Aber
weniger Kämpfe in diesem Zeitraum. Das weniger heißt, ausgestrahlt. Ich würde nicht sagen weniger, weil Hausshows, sowas haben sie alles gemacht. Alles klar, aber wohl weniger Überreizung. Weniger Überreizung. Und genau. Er macht das aber trotz dieser Überreizung, trotzdem auf diesem Level. Also Hut ab. Wenn ich nur ein Jahr von dem Erfolg hätte, den er hat. Ich habe mir mal hier so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ja. Auf meinen super schönen Zetteln. Ah, der Wikipedia-Joy läuft wieder rum, ja. Ja, diesmal habe ich ein bisschen so den Observer und PWI da mal rausgehauen. Also es ist so, mal der Vergleich, Ric Flair, Bret Hart, John Cena. Ne? Shawn Michaels auch dazu. Beide, nachdem sie ihr erstes 5-Sterne-Match gemacht haben. Bei John Cena war es das Match gegen CM Punk bei Money in the Bank 2011. Also ich glaube, das war von der Stimmung hat es das eigentlich 5-Sterne-mäßig gemacht vom Observer. Ja. Wie viele 4-Sterne-Matches hatten sie danach? Konnten sie das halten oder war das der Peak? Da hat John Cena tatsächlich die höchste Prozentzahl. Er hat das heißt dann laut dieser Statistik vom Observer, 38% seiner Matches danach waren mindestens 4 Sterne. Mindestens. Und da waren höhere. Bret Hart, Shawn Michaels lagen irgendwo bei 20%. Ric Flair war auch irgendwo bei 30%. Ich kann meine Sauklaue leider nicht entdecken. Er hat 4-mal insgesamt beim PWI das Match des Jahres gehabt. Ist jetzt auch kein Zufall. Da zählen nämlich nicht nur WWE-Matches dazu. Also, um das Ganze mal mit Zahlen noch zu stützen. Ich habe gerade eben so rhetorisch die Frage gestellt, ne, ob das jetzt nicht überstrapaziert oder Overexposure oder sowas. Die Zahlen sprechen ja dagegen und das sind unabhängig, wenn man sagt, ja, das wird so gesagt, nein, das sind die, wo man sagt, Observer, PWI, das sind so die Größen, die man da auch reinnimmt in dieser Phase. Ne? Ja, und wer von uns hätte denn gedacht, so überdrüssig, wie man eines John Cenas war Anfang des Jahres, dass der nochmal so loslegt in diesem Jahr und dass er eben gerade gegen Kevin Owens... Da ist einer, sagte. Ja? Ja, ich habe im Englischen würde ich sagen, the second coming. Also ich habe darauf gewartet, dass das wieder losgeht. Ja. Und wie es Lani so schön gesagt hat, vielleicht war das so eine Übersättigung. Aber jetzt sehen wir es mal so, Zeit, Hogan, Flair, Hart. Was für Namen da dabei waren. Wer war denn da alles da? Und da hattest du hier Hogan gegen Flair, Flair gegen Hart, Shawn Michaels gegen Bret Hart, Shawn Michaels gegen Flair und so weiter und so fort. Du hattest noch eine andere Firma. Du hattest viel, viel mehr Auswahl. Das Roster von der WWE ist riesig, wissen wir alle. Aber wer in den letzten Jahren ist denn da hochgekommen wirklich? Wie viele Top-Leute gab es? Gab es Cena? Ab und zu mal Triple H. Randy Orton. Irgendwann ist es. Und jetzt kommt aber ein Vorwurf. Mehr. Jetzt kommt ein Vorwurf. Ich zitiere da nur. Jetzt kommt der Vorwurf. Ja, das wird gemacht, weil Cena dafür sorgt, dass keiner nachkommt. Das glaube ich ist nicht. Das ist ja, das ist ich sage ja nur, das ist doch das, was man liest. Ja, wie? Das ist ja genau aber das. Aber die Frage, die ich stellen muss an dieser Stelle ist, klar, John Cena steht jetzt an der Spitze, das Roster ist riesig, hast du gesagt, aber wer ist denn jetzt der nächste Gegner, der gegen ihn gehen kann? Ich meine, er hat gegen den WWE World Heavyweight Champion als US Champion gewonnen, er macht jetzt seine Open Challenge. Wer soll die denn annehmen? Wie ist denn das jetzt? Ich habe gesehen, Heath Slater stand backstage und wollte die... Das war großartig. Also irgendwie super. Und jetzt mal die Frage, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ist es nicht vielleicht auch ein Abstieg dann? Nein. Schaut euch mal die Cena-Matches an. Wie sie ja schon gesagt hat, der hat, wenn man sieht die Dinger, nennt mir ein schlecht, wirklich schlechtes John Cena-Match. Spontan, nennt mir ein schlechtes Match mit dem Mann. Geht nicht. Gibt's nicht. Und dann kann man jetzt auch wieder sagen, ja, er kriegt natürlich die richtigen Leute. Das ist egal. Dass John Cena keiner ist, der jetzt einen Stock gut ausschauen lassen kann. Eben weil er kein Bret Hart ist, ist klar. Aber es gibt kein schlechtes John Cena-Match. Und Heath Ledger, der wächst da bei dem. Und ich glaube auch bei so einem, da ist noch nicht alles rausgeholt worden. Und jemand wie John Cena könnte etwas rausholen. Also. Außerdem, wie geil war das, jetzt mal, um das nochmal ganz kurz nochmal darauf zurück, wie geil war das, als John Cena gegen The Rock angekündigt wurde und man hat sich ein Jahr auf diesen Kampf gefreut. Ja. Weil das war für mich der Weg zur alten Schule, wo du damals irgendwie, was weiß ich, Bret Hart gegen Shawn Michaels. Halbes Jahr vorher und du hast dich auf diesen Kampf gefreut. Ja. Und das gibt es in dieser schnelllebigen Zeit ganz, ganz selten. Und das hat er geschafft. Und jetzt, wer könnte der Nächste sein? Das ist ja dieses bei einer Open Challenge, da kann ja theoretisch dann jeder kommen. Und das ist ja gerade das Geile. Mhm. Und ich denke, am Ende des Tages liegt es an dir, ob du es wirklich bringst oder nicht. Also rein fernsehtechnisch haben sie da was Cleveres gemacht. Wenn du als Fernsehproduzent siehst, du hast ein Segment da geschaffen. Das ist es nämlich. Es ist ein Viertelstundensegment. Du machst es mal auf 30 hoch, dann hast du ein sozusagen zwei Segmente hintereinander. Du hast etwas Cleveres geschaffen, womit du Zuschauern etwas Neues gibst. Das wird sich aber auch irgendwann ist der Reiz darin jetzt auch verloren. Du reaktivierst es jetzt, ist aber die Gefahr, kannst du es wieder neu machen. Ja, also
und John Cena passt einfach da rein. Das passt einfach in dieses ganze Auftreten, wie er da reingeht. Wie es sich hält, ist die andere Sache. Also. Ist natürlich auch eine Menge Druck für die Leute, die da kommen. Ne? Die stehen dann einmal kurz im Spotlight, müssen jetzt absolut abliefern. Sami Zayn hat sich ja dann auch direkt mal verletzt dabei. Cesaro, der hat so profitiert davon. Ja, Cesaro oder Sami Zayn, der passt da eigentlich rein. Der passt da jetzt als nächster Champion rein. Es war einfach schade, dass er sich einfach an dem Tag verletzt hat. Ja. Cesaro sehe ich aber auch so, dass Cesaro, das der nächste werden Das Problem kann. Bei Cesaro ist, ich denke, Cesaro muss einfach nur noch ein bisschen mehr am Mic Work arbeiten. Ja. Das ist so sein einziges Problem, aber Cesaro ist einfach einer der Top-Leute in der WWE. Im Ring immer wieder eine Freude. Aber ich würde ganz gerne bei dieser Nervosität bleiben. Dennis, ich weiß, du hattest auch mal ein Tryout bei WWE. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen was davon erzählen. Weil es ist ja generell in so einer Company schon so, man hört das ja immer wieder, es ist im Prinzip Druck von vorne bis nach hinten. Es ist Druck beim Tryout, es ist Druck im Performance Center, es ist Druck im Roster. Du willst immer weiter, immer höher. Wir haben da auch schon drüber diskutiert. Mike meinte, man muss auch irgendwo genügsam sein. Allein wenn man schon da ist, ist doch eine tolle Auszeichnung. Ja. Natürlich ist er auch schon ein bisschen älter, ist Trainer, sieht das Ganze sicherlich gelassener. Wie hast du das so erlebt? Also für mich war es ganz, ganz wichtig, als ich mit dem Wrestling angefangen habe. Ich habe so mir gewisse Ziele gesteckt. Ziel Nummer eins ist, ich möchte es tatsächlich mal in den Ring schaffen. Na, ich wollte einfach aktiv sein. Und da bin ich auch nicht so leicht, glaube ich, gewesen zu sagen, nach einem Jahr ruft die WWE mich schon an und dann bin ich direkt bei Raw und das sechste Jahr danach werde ich WrestleMania machen. Wer bin ich, dass ich sowas sage? Ja. Aber das war mein erstes Ziel, komm in den Ring. Und natürlich im Hintergedanken und als Aktiver und als Fan gibt es halt nur die WWE für dich. Und das war mein ganz, ganz großes Ziel. Ich wollte mal im WWE-Ring stehen. Und egal, was die Situation ist, aber ich wollte da mal rein. Und als damals die E-Mail aus der Nachwuchsabteilung von denen kam, da kommt das Schöne, was du gesagt hast, der Druck von allen Seiten. Weil die E-Mail allein, diese 6, 7 Zeilen, die da nur geschrieben werden, die ist nur freundlich. Wir freuen uns darauf, dass du bei uns bist. Wir freuen uns darauf, dir sagen zu können, dass wir dich zum Tryout einladen. Puh. Also da geht dir das erstmal der Schritt. Das ist heftig. Und das lässt sich auch nicht los. Die E-Mail kommt meistens so eine Woche, 2 Wochen davor. Wir sind im Übrigen da und da. Komm doch um die Uhrzeit. Und du hast keine Ahnung, was passieren wird. Ja, ja. Also machst du dich ein bisschen her, Anzug anziehen, die Sachen schön ordentlich rauslegen. Nimmst du überhaupt deine Gier mit? Ja, nein. Was ist, wenn du gerade, wenn die den Namen da sehen, wie kommt es dann da überhaupt an? Wie verhältst du dich denn da? Die WWE versucht eine sehr lockere Atmosphäre zu schaffen bei Tryouts. Das gelingt denen auch. Das ist ja schön, wenn die Offiziellen da locker sind. Das heißt ja noch nicht, dass ich als Aktiver jetzt hier locker bin. Ja, absolut. Ja. Was jetzt wirklich die Details des Tryouts sind, darf ich nicht drüber eingehen. Ja. Was ich aber sagen kann, es ist eben durch die Nervosität, durch den Druck. Die Untersuchung allein am Anfang ist schon. Man kommt in diesen kalten Raum rein und da wird erstmal der Herzschlag und dann schauen sie dich an, ob du ein bisschen nervös. Warum? weil es vielleicht bei der WWE ist gerade. Keine Ahnung, Mann. Ja, und, ich kann es mir vorstellen und ich denke, genau so einen Druck hast du eben auch, wenn du eher noch im niedrigeren Roster bist und dann weißt du ja, John Cena ist auch ein Mann, der viel zu sagen hat. Man hört zum Beispiel, dass er sich für Cesaro ja auch immer wieder stark macht, aber ja, es lastet natürlich dann auf einen. Und du kommst ja auch nur so hoch, wenn du mit dem Druck klarkommst. Mhm. Und das ist ja auch in der Indie-Szene so. Ich meine, das geht den Jungs ja genauso, auch da ist Druck. Die Fläche ist nicht so groß, die wir haben als zur Präsentation. Aber der Druck ist ja da und du willst immer das Beste raus. Und wie oft haben wir es alle schon gehabt, dass wir sind geladen und wir freuen uns drauf und es kribbelt überall und die Musik ertönt und plötzlich kommt dieses auf. Jetzt kommt der Nervositätslevel. Jetzt bist du erstmal kurz weg, bis du tatsächlich rausgehst und die Leute hörst und dann kommt es wieder. Und bei der WWE ist es genauso. Und beim Tryout ist es eben noch mehr. Du machst eben deine, was sie eben von dir verlangen, Matches oder Interviews etc. pp. Die Resonanz, die immer, das ist immer so, Michael Tonka, den kennen wir, IRS, war da, Billy Kidman war da. Und Michael Tonka hat eine ganz, ganz tolle Art und Weise, dir zu zeigen, ob es gut oder schlecht war. Das ist der Daumen, ne, der ist ja schon gut, aber es ist folgender Gesichtsausdruck. Du weißt also gar nicht, was ist jetzt Sache. Ne? Der Amerikaner hat ja grundsätzlich so dieses, that was fine, that was good. Und in Wahrheit ist er einfach nur freundlich zu dir. Du weißt es also nicht wirklich. Und das geht die ganze Zeit damit.
das ist, war ich jetzt wirklich gut, war das schlecht, weil du hörst ja, ne, kein Aktiver, keiner des Office wird da ausflippen, wenn du einen Dry hast, weil die haben das alles schon gesehen. Ja. Egal, was du machen wirst. Und wenn du in der Luft stehen, ich glaube, wenn du in der Luft stehen bleiben wirst und ins Kamehameha gehst und damit einen erwischt, als Superseiten, dann glaube ich, wäre es das einzige Mal, dass einer von denen ein bisschen kribbelig wird und vielleicht aufsteht oder sich den Stuhl zurückkriegt. Aber sonst habe ich schon alles Daumen, gesehen. Ja, da oder der Daumen mit einem... Sonst ja, ist natürlich kein leichtes Business. Das wissen wir alle. Für John Cena selber mit Sicherheit auch nicht, aber der hat nun eben die Erfahrungen. Dafür muss er Woche für Woche so abliefern. Ich möchte von euch mal wissen, wer ist eurer Meinung nach der Mann, der jetzt gegen John Cena antreten könnte und der dann nochmal eine große Nummer rausholen könnte, der von dieser US Open Challenge profitieren könnte? Haben wir da einen Namen? Bitte nur kurz nennen. Also wir haben Cesaro angesprochen. Aber der hatte sie schon. Das ist nämlich der Nachsatz. Ja. Das ist der Nachsatz, den ich jetzt da ransetzen muss. Er hatte sie. Werden sie es nochmal machen? Werden sie es dann auch konsequent durchziehen? Weil das wäre dann auch notwendig. Dann ist aber die Frage, jetzt sagen wir mal, Cesaro kommt nochmal ran. Ja. Und er reißt das Ding. Jetzt hat er den Nummer 1 Typen der Firma. Auch selbst wenn Cena nicht der Champion jetzt da ist, aber der ist... Das die Frage kommt doch, was kommt danach? Was kommt genau? Was kommt denn danach? Das ist doch viel wichtiger. Und es kann von Cena erstmal nur ein Stück runtergehen. Das ist ja die Frage, wenn du das ist wie bei einer Serie, wenn du Fernsehen, du machst den Cliffhanger, was okay, aber du machst den Cliffhanger, ja, damit die Leute da einschalten und wenn du dann irgendwas machst, um es zu machen, das wirkt mir, das ist da eher das Wichtigere jetzt dabei. Ja. Und deshalb also tatsächlich auf Anhieb würde mir nichts einfallen. Ich bin ja nun, also wir hatten einmal so darüber gesprochen, ich so, ja, wieso willst du nicht den IC-Title mit dem US-Title mal zusammenbringen? Ist halt aber auch so eine Sache. Ne? Der hat auch seine eigene Identität. Beide Champions, beide Titel haben gerade dieses Jahr so eine starke Identität geschaffen. Würde es auch wieder widersprechen. Und es sind genügend Leute da, mit denen man ja Matches machen kann, wie diese Anzahl an Titeln. Man kann kann das Brand bilden, US, man kann IC-Title, das geht alles. Ja. Ich finde das auch sehr wichtig. Also ich bin gerade ein Vertreter von der sehr, sehr starken Midcard, dass man einfach eine Menge Leute hat, die da sind. Ja. Denn gerade an der Spitze, also mir fällt das auf, wir sind jetzt auf dem Weg der Brock Lesnar Go to Hell Tour. Die endet dann im Hell in a Cell gegen den Undertaker. Jetzt haben wir natürlich Brock Lesnar nicht regelmäßig da, jetzt haben wir den Undertaker nicht regelmäßig da. Ich finde es so ein bisschen schwierig. Sting ist jetzt wieder weg. Also manchmal hat man dann immer das Gefühl, jetzt ist wieder eine kleine Lücke oben. Ich weiß nicht, ob das nur mir so ist. Wobei ich glaube nicht mal, dass Sting weg ist. Wieso stellt die... Nee, nicht weg, nein, aber also aktuell bei Raw diese Woche. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass was kommt. Warum sollte die WWE auf der Homepage eine Umfrage starten? Gegen wen würdet ihr gerne Sting im Ring sehen? Ja, klar. Das ist schon sehr impliziert. Wobei die Website schon immer, diejenigen, die Website machen, sind nicht diejenigen, die Matches ansetzen. Klar, aber da hängt immer noch ein Joey Styles dahinter. Ja, das glaube ich schon. Da gibt es sicherlich Tendenzen, aber ich, also im Moment, es fühlt sich alles ein bisschen komisch für mich an, weil so Kane gegen Seth Rollins, ich finde, das ist ganz interessant, so wie das aktuell läuft, aber für mich ist es nicht so das Murder-Match. Ich sehe Kane leider auch so ein bisschen über seinen Zenit hinaus. Ja. Und jetzt ist, ich warte im Prinzip nur, dass Brock Lesnar wiederkommt. Und ist natürlich schade, wenn es dann so Lückenfüller sind. Jetzt hatte man Bray Wyatt im Main Event gegen Roman Reigns bei Raw. Das wirkt ein bisschen komisch irgendwie. Aber nochmal dazu zu Taker Lesnars Ding. Vielleicht ist es auch deswegen so interessant, weil du es nicht jede Woche siehst. Wenn ich jetzt Ding jede Woche im Fernsehen sehen würde, für mich als Fan der alten WCW finde ich das eine super Sache, aber dann muss ich die Tatsache ja auch im Auge halten, ich habe dann einen 56-Jährigen, der da jede Woche rumspringt. Und das Ding ist, jeder hat nur so und so viele Kilometer auf seinem Tacho drauf und jedes Match und jede Show wird Kilometer runterfahren bei dem. Wie lange wird es? Ich stimme dazu, trotzdem waren wir uns hier im Talk auch so ein bisschen einig, dass es dem Match jetzt gut getan hatte gegen Seth Rollins, dass er dann auch mal 4 Wochen da war. Ja. Und ich glaube halt, man braucht dann auch Leistungsträger eben, die für den Übergang da sind. Also man braucht auch trotzdem noch seine Zugpferde. Ja, aber sind die Leistungsträger jetzt Undertaker, Brock Lesnar und Sting? Nein. Also die Leistungsträger müssen jetzt da rauskommen. Wir haben jetzt mit NXT definitiv einen Kader, der auch einiges hervorbringt, was vorher halt eben nicht so mit auf dem Radar war. Da müssen Leute hoch... Aber die sind doch dann nicht direkt da. Nee, aber das ist ja das Schöne. Es wird so vieles Neues in der Zukunft mehr damit geben. Ja.
Kevin Owens, der kam und hat sofort überzeugt. Ja. Absolut. Und sowas finde ich ist sehr interessant und auch sehr schön. Ich würde sagen, über die neuen Talente sollten wir dann auch nochmal ausgiebiger sprechen. Ich habe noch einen Einwand. Ja, ein Einwand. Deswegen habe ich den, Pulli, weil wir hatten auch einen Kommentar, da wurde ja, ja wunderbar auch gesagt, ich muss den nehmen. Nimm diesmal die Seite, auf der auch was draufsteht. Nee, das steht überall was drauf. Aber ich weiß, dass ich die Kommentare auf eine Rückseite geschrieben habe. Also nicht das Doppelseite. Da stand ja auch, wir hatten gefragt, ob wir einen europäischen Talk oder über einen deutschen Talk mal machen. Wäre interessant, ich glaube alleine, weil es stand so wunderbar drin, dass wir mal so ein paar Details erfahren, dann ist so das Wort GWF ist ja auch eine Farmliga der GSW. Das sollten wir jetzt nicht so laut sagen, ein Glück, dass weder Mike noch Ahmed da sind, um da eventuell so ein paar Missverständnisse so ein bisschen... Ich schalte den Hörer mal auf. Laut klar, genau, das, haben das ist Telefon. Nicht so. Um das mal ein bisschen gerade ja. zu rücken, wie ja. dann eigentlich das Ganze auch steht, wäre da interessant. GSW, deshalb habe ich heute extra angezogen, wäre auch vielleicht für die Zukunft... durchaus. Machen wir gerne einen Talk dazu, möchte ich natürlich auch darauf hinweisen, ja, jetzt am Wochenende 2. und 3. Oktober das große Berlin Wrestling Tournament, da werden wir euch hoffentlich dann auch Ringside sehen. Werden wir einige Leute. Von dieser Runde können, sehen. Können wir gerne ein bisschen plaudern, genau, aber wir sind jetzt am Ende angekommen, danke, dass ihr wieder dabei seid, es freut mich sehr, gerade auf YouTube haben wir eine Menge Klicks für die letzte Ausgabe gekriegt, macht das weiter so, verbreitet fleißig den Talk, kommentiert, wir verfolgen das, wir werten das gerne aus. Danke, dass ihr alle da wart, über John Cena mit mir gesprochen habt. Danke, Dennis, dass du so weit hingekommen bist. Freut mich auch, wenn wir viele Gäste von außerhalb haben. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen uns das nächste Mal. Lasst euch gut gehen. Bis dann.